Washington DC. Fast täglich wird in der Hauptstadt Amerikas ein Mensch erschossen. Als sie ihn erschossen haben, waren die Kugeln so stark, seine Augen sprangen heraus. His eyes popped out. Jugendliche schießen aufeinander. Als ich das Militär verlassen habe, wurde mir klar, Washington ist schlimmer als ein Kriegsgebiet. Kinder geraten zwischen die Fronten. Sie haben angefangen zu schießen und wir wurden fast getroffen. In der Szene Rapper, die über die Gewalt singen und selbst gefährlich leben. Ich habe Freunde, die im Gefängnis sind, Freunde, die im Grab sind. Die Corona-Pandemie hat die Mordrate noch weiter nach oben getrieben. Seit einem Jahr wohne ich in Washington. Ich will wissen, warum Waffengewalt hier so zum Alltag gehört und Menschen treffen, die ständig damit konfrontiert werden. Denn die Gewalt ist auch in meinem Viertel allgegenwärtig. Ich bin gerade auf dem Nachhauseweg und hier ist überall Polizei. Die Straße ist abgesperrt. Es muss irgendwas schon wieder passiert sein. Später finde ich raus, ein 18-Jähriger hat 4 Schüsse abgefeuert an einer belebten Kreuzung. Ein Mann muss verletzt ins Krankenhaus. Am nächsten Tag bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Ich weiß inzwischen, insgesamt gab es in der Stadt am Vortag 4 Schießereien. Die Bilanz: 2 Tote, 4 Verletzte. Alltag in Washington. In den USA wurden im vergangenen Jahr fast 21.000 Menschen durch eine Schusswaffe getötet, gut 40.000 verletzt. Washington ist eine der Städte mit dem steilsten Anstieg. Wir beginnen die Dreharbeiten für diesen Film am Rande der Hauptstadt, nur gut 20 Autominuten vom Kapitol entfernt. Ein Einkaufszentrum im Stadtteil South East, einem der ärmsten Washingtons. Hier ist die Gewalt schon lange an der Tagesordnung. Meine Kollegin Annette und ich sind verabredet mit einer Großmutter, die um ihren Enkel trauert. Netra Anderson, ihr Enkel Dimitri wurde erschossen. Genau hier, wo nur noch ein zerflettertes Foto an ihn erinnert. Hier, das ist er. Ich muss das wieder festkleben. Hierher zu kommen, ist ein Kraftakt für Netra. Bisher hat sie diesen Ort gemieden. Zu schmerzhaft. Dimitri war erst 23 Jahre alt. Es hieß damals, es waren insgesamt 13 Schüsse. Ein Polizist kam von dort. Nach dem 12. Schuss rannte er hier rüber. Aber der Mörder ist entkommen. Die Leiche lag dort, unbedeckt. Nedras Handy ist voller Erinnerungen. Sie zeigt uns ein Video von Dimitri. Eine Nachricht an die Familie. Damals wurde er zum ersten Mal angeschossen. Dimitri hatte immer wieder mit der Polizei zu tun. Netra erzählt uns von Diebstählen, Schwarzmarktverkäufen. Warum er erschossen wurde, ermitteln gerade die Strafbehörden. Als sie ihn erschossen haben, war die Wucht der Kugeln so stark, dass seine Augen aus dem Kopf sprangen. Wie kann jemand so oft auf ihn schießen? Nicht ein- oder zweimal. Sie haben ihm 6-mal in den Kopf geschossen. Wir sind erschrocken, wie nüchtern sie die Brutalität beschreibt. Distanziert, aus Angst daran zu zerbrechen. Während wir mit Nedra sprechen, kommt zufällig eine Frau vorbei, die sie noch von früher kennt. Sie wohnt um die Ecke und hat an dem Nachmittag die Schüsse gehört. Plötzlich teilt sie ihre eigene Geschichte. Mein Sohn ist vor 2 Jahren gestorben. Nicht hier, da drüben im anderen Viertel. Du weißt ja, wie das hier ist. Auch diese Frau erzählt vom Tod ihres Sohnes fast wie nebenbei. Viel später wird uns klar, dass es eine Form von Selbstschutz ist. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Netra ist am Ende ihrer Kräfte. Wir bieten an, sie nach Hause zu bringen.
Ihre Wohnung ist in einem Ghetto, in dem nur Schwarze leben, Weiße nicht leben wollen. Wer hier wohnt, kommt gerade mal so über die Runden. Die Armut ist bedrückend. Wir wollen Nedra wieder treffen, mehr von ihrem Leben erfahren. Aber erstmal müssen auch wir diesen Tag Revue passieren lassen. Ich finde, man hat fast den Eindruck, als würde manchmal so eine Spannung in der Luft liegen. Und als müsste man schon auch schauen, dass man nicht zu lange dort rumhängt und filmt. Jeder guckt um die Ecke, jeder achtet drauf, was um einen rum passiert. Also ich glaube schon, dass dieses Gefühl, dass da irgendwas in der Luft liegt, auch echt ist. Und das geht nicht nur uns so, sondern alle merken, wir sind hier in der Öffentlichkeit und hier kann jederzeit was passieren. Wir wollen verstehen, wieso tödliche Waffen so alltäglich sind. Unsere Recherche führt uns in die Rap-Kultur, wo Möchtegern-Gangster schnelles Geld und tödliche Waffen glorifizieren. Banger Two Times ist als einziger aus der Szene bereit, mit uns zu sprechen. Hallo. Er will uns seine Welt zeigen. Wieder ärmliche Verhältnisse, aus denen er nie rausgekommen ist. Wie war das hier aufzuwachsen? Crazy. Völlig verrückt. Du musst die ganze Zeit aufpassen, wo immer du hingehst. Hier ist ständig was los. Vor den Kameras kann ich gar nicht davon sprechen. Du kannst vor den Kameras nicht darüber sprechen? Ja, das geht gar nicht. Er hat selbst Familie, eine Frau und zwei Kinder. Im Viertel kennt ihn jeder. Nur deshalb ist es sicher genug für uns und auch für ihn, mit der Kamera hier entlang zu laufen. Einschusslöcher in den Wänden, vernagelte Fenster. Ich frage ihn, wieso geschossen wird. Drogen, Gangkriminalität, aber es ist viel profaner. Es kann alles Mögliche los sein. Streit mit deiner Familie, Streit mit deinen Feinden. Damit musst du leben. Es ist ganz einfach. Pass auf dich auf, wenn du hier draußen bist und achte genau darauf, was um dich herum passiert. Du musst ständig wachsam sein. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass es besser ist, ihr steht nicht so lange hier draußen rum. Warst du schon mal selbst in Schwierigkeiten? Na klar, ich war ein Kind und jedes Kind kriegt mal Ärger. Es geht darum, wie du damit umgehst. Hast du selbst eine Waffe? Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Waffenschein. Wenn ich den habe, werde ich mir eine Waffe holen. Wenn mir jemand schaden will, kann ich ihm auch schaden. Meine Freunde sitzen im Gefängnis, manche sind im Grab. Ich versuche nicht böse zu sein. Ich will für meine Kinder da sein. Er wirkt, als wolle er heute das Richtige tun, auch wenn das bedeutet, sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen. Von seiner Musik leben kann er nicht. Hinter den Fassaden dieser Häuser hätten viele ihre eigenen Waffen. Das weiß natürlich auch er. Wir finden niemanden, der mit uns darüber redet. Ist doch klar. Die können über so etwas nicht in aller Öffentlichkeit reden. Jeder, der darüber spricht, macht sich strafbar. Verstehst du? Das dürfen die gar nicht zugeben, sonst könnten sie doch gleich zur Polizei gehen und sagen, ich war's, sperrt mich ein. Banger kennt die Regeln dieser Welt, hat darin seinen Platz gefunden. Wer aus der Armut, der Perspektivlosigkeit ausbrechen will, hat nicht viele Möglichkeiten. Kriminelle Geschäfte versprechen schnelles Geld. Ob Banger es schafft zu widerstehen? Wir werden ihn wieder treffen. Wie kann ein Ausweg aus dieser alltäglichen Gewalt aussehen? In den Ghettos der Stadt kann es tödlich enden, einfach zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Auch Kinder geraten immer wieder zwischen die Fronten. Ausgerechnet in den USA, einem der mächtigsten, wohlhabendsten Länder der Welt, wird jede Stunde ein Kind angeschossen oder erschossen. Joanna Hardy ist Sozialarbeiterin. Sie versucht, Kinder und Jugendliche fernzuhalten von dieser Gefahr und zu verhindern, dass sie selbst zur Waffe greifen. Anstatt dich zu prügeln oder sauer zu werden, atme erst mal tief durch. Eins, zwei, drei.
Entspannungsübungen, Sport, das alles sind kurze Trostpflaster. Und es ist ein Kraftakt, die Kinder überhaupt zusammenzuhalten. Es geht chaotisch zu. Wir merken, dass viele hier keine Ruhe, keine Stabilität kennen. Wir fahren mit Joanna in ihr Büro mitten in der Stadt. Mittwochs organisiert sie dort eine Art Abendschule. Im Klassenraum kehrt endlich so etwas wie Ruhe ein. Wie gefallen euch die Abende mit Miss Hardy? Wenn wir mit Miss Hardy hier sind, fühlen wir uns sicher, weil sie Waffengewalt nicht mag, weil Menschen ihr Leben verlieren. Jeden Tag werden Kinder... Mein Kumpel ist erst vor 2 Tagen angeschossen worden. Ich glaube, das war am Montag. Wie alt war er? Er war 13. Ist er im Krankenhaus? Ja, er hat überlebt. Wer von euch kennt jemanden, der erschossen wurde? So basically all of you. Also ihr alle, Brüder, Freunde. Brothers, friends. Manche von uns haben auch ihren Vater verloren. Es fehlt an allem. Geld, Ablenkung, guten Schulen, psychologischer und sozialer Hilfe. Hier dürfen sie für 2-3 Stunden einfach Kinder sein, so wie ich das Kindsein kenne. Ausgelassen, fröhlich. Sie sind mir sehr sympathisch. Aber ich weiß auch, dass sie in ihrem Alltag jederzeit sowohl Opfer als auch Täter werden können. Du hast mir erzählt, dass einer deiner Jungs, ein 10-jähriges Kind, eine Waffe mit zur Schule gebracht hat. Woher hat ein 10-Jähriger eine Waffe? Das liegt an den Nachbarschaften. Es ist gefährlich, auch nur draußen rumzulaufen. Du kannst zur Zielscheibe werden. Familien müssen sich schützen, um sich sicher zu fühlen. Und eine Waffe bedeutet Sicherheit. Aber Waffen werden nicht immer an einem sicheren Ort aufbewahrt. Und dadurch haben Kinder Zugriff. Joanna war lange beim Militär. Vor 4 Jahren gründete sie ihre Initiative gegen Waffengewalt. Als ich die Armee verließ, wurde mir klar, Washington ist schlimmer als manches Kriegsgebiet. Washington ist natürlich kein Kriegsgebiet. Aber ich verstehe, dass diese Kinder eine ähnliche Angst empfinden. Ich lebe in einer Stadt, in der oft schon Kinder und Jugendliche kriminell werden. Die Schützen immer jünger werden. In Washington gab es im vergangenen Jahr 227 Tote bei Schießereien. So viele wie seit 18 Jahren nicht mehr. Darüber wollen wir mit der Polizei sprechen. Die hat unsere Anfragen wochenlang ignoriert. Wir erfahren von einem Nachbarschaftstreffen. Polizei, Hausverwaltung und Anwohner wollen ins Gespräch kommen, weil auch hier immer wieder geschossen wird. Aber bevor es überhaupt losgehen kann, plötzlich diese Nachricht. Gerade gab es wieder 2 Schießereien. Eine erst vor 10 Minuten. Ein junger Mann wurde in den Kopf geschossen. Das hat jetzt Vorrang. Wir können kaum fassen, dass wir schon wieder so nah in einer Schießerei sind. Überall, wo wir hingehen. Kein Zufall, glaubt auch Hausverwalter Brian McLaughlin. Wegen Corona waren wir alle eingesperrt. Da hat sich Frust angestaut. Depression, Angst. Manche Menschen werden dadurch aggressiver und wütender. Deswegen sehen wir auch einen deutlichen Anstieg an Waffengewalt. Dass gerade heute so etwas passiert, ist einfach nur traurig. Deshalb wollen sie an diesem Nachmittag Präsenz zeigen, signalisieren, dass sie Gewalt hier nicht tolerieren. Den Polizisten dürfen wir keine Fragen stellen. Wir laufen mit ihnen durch diese Anlage, die dem Anschein nach ein Studentenwohnheim sein könnte. Der Schein trügt.
Der Kinderspielplatz ist ganz neu, aber benutzen können die Kinder ihn nur selten. Es ist eine Schande, was hier los ist. Und keiner tut etwas dagegen. Das ist auch der Grund, warum viele Anwohner nicht aus ihren Häusern rauskommen oder ihre Kinder nicht rauslassen. Sie haben Angst, das verstehe ich. Kugeln haben keine Augen. Loretta Carey lebt seit mehr als 30 Jahren hier. Sie fordert mehr Polizeipräsenz. Kann die Polizei helfen? Wenn du sie rufst, kommen sie. Aber sie können ja nicht an fünf Orten gleichzeitig sein. Meistens kommen sie erst, nachdem etwas passiert ist. Man kann ja nicht vorher schon wissen, wann etwas passieren wird. Immerhin Kameras wurden inzwischen installiert. Hier hilft das, erklären die Polizisten. Aber die Schießereien verhindern, das können die Kameras nicht. Die laufen einfach nach nebenan. Wir können Waffen nicht verhindern, höchstens das Verhalten, sodass Menschen keine Waffen mehr benutzen. Die Schießereien verlagern sich ins Viertel nebenan, wo es keine Kameras gibt. Dort können wir nicht mehr filmen. Für uns ist es zu gefährlich. Es dauert Wochen, bis wir endlich ein Interview mit der Polizei Washingtons bekommen. Wir sind verabredet mit dem stellvertretenden Polizeichef. Er hat nur 15 Minuten für uns, ein enger Zeitplan. Die Polizei in Washington ist unterbesetzt. Ich kriege jeden Tag Meldungen von Schießereien. Ist das der Grund, warum Sie so viel zu tun haben? Absolut. Jeden Tag werden Schießereien gemeldet. Und die Polizei geht jeder dieser Meldungen nach. Wir versuchen, so schnell wie möglich vor Ort zu sein. Es mache ihm Sorgen, dass die Schützen immer jünger, die Schießereien immer mehr werden. Woran liegt das? Spielt Corona eine Rolle? Da kommt viel zusammen. Als George Floyd vor einigen Jahren getötet wurde, hat das dem Ansehen der Polizei sehr geschadet. Und dann kam auch noch Covid. Wir hatten weniger Polizisten auf der Straße und es wurden weniger Stellen besetzt. Die Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden war nicht gut. Das wird zwar gerade wieder ein bisschen besser, aber wir müssen noch viel Vertrauen zurückgewinnen. Nur wenige Tage nach unserem Interview mit der Polizei komme ich auf meinem Nachhauseweg wieder zufällig an einem Tatort vorbei. Meine Wohnung gleich um die Ecke. Zwei Jugendliche haben in der Metrostation aufeinander geschossen. Einer muss schwer verletzt ins Krankenhaus. Je länger wir an diesem Film arbeiten, desto unwohler fühle ich mich. Ich fange an, die Metrostation zu meiden. Gleichzeitig ist mir bewusst, ich kann mich entziehen. Viele andere nicht. Wir fahren noch einmal zu Netra, deren Enkel Dimitri erschossen wurde, wollen wissen, wie sie mit diesem schweren Verlust klarkommt. Sie hat uns eingeladen in ihre Wohnung, in der alles an Dimitri erinnert. Schau mal da oben, alles Dimitri. Heute kümmert sich Netra um seine Kinder. Das sind seine Kinder. Ich werde mich um seine Babys kümmern. Eine neue Chance. Gott hat mich hier behalten und er hatte seinen Grund. Die Kinder sind der Grund. Wir holen mit Netras Tochter Lavon die Kinder vom Kindergarten ab und müssen dabei durch eine gefährliche Gegend. Wie gehst du mit all dem um? Es ist schwierig für mich. Es passiert so oft in dieser Gegend. Aber wenn es dir selbst passiert, ist das definitiv was anderes. Es wird realer. Ja, da liegt eine Patronenhülse. Was? Eine Patronenhülse, schau, hier. Die habe ich gar nicht gesehen.
Fast täglich wird hier geschossen. Als Lavon die Kinder abholt, haben wir einen Moment Zeit, die Ereignisse sacken zu lassen. Es regt sehr zum Nachdenken an, finde ich. Also alles, wie sie damit umgeht. Und ich fand jetzt auch diese kurze Wegstrecke hier, also dass wir einen Schulweg haben, auf dem Kugeln rumliegen. What's up, guys? Hi, guys. Oh, we got the water. Dimitris Kinder sind erst 4 und 5 Jahre alt. Die Normalität dieser Szene ist trügerisch. Während im Hintergrund der Eiswagen seine Melodie spielt, merken wir, dass die Stimmung kippt. Wir aus den umliegenden Häusern beobachtet werden. Ist es gefährlich, hier lang zu laufen? Jetzt gerade ja. Also sollten wir nicht so lange hier draußen sein? Nein, nicht so lange. Then let's go. Schwarze Männer wie Dimitri sterben in Washington im Durchschnitt 17 Jahre früher als Weiße. Neben der Waffengewalt gibt es noch andere Gründe. Die sehen wir bei unseren Fahrten durch die Armenviertel. Hier ist die Gesundheitsversorgung schlecht, frische Lebensmittel, Mangelware genau wie gute Schulen. Die Ghettos sind durch jahrhundertelange Ungerechtigkeiten entstanden. Struktureller Rassismus. Viele Menschen sind vom System abgehängt. Die Folge häufig Alkoholismus, Drogenmissbrauch, Kriminalität und eine Spirale der Gewalt. Waffen sind in den USA leicht zu bekommen. Zum Beispiel in Shops wie diesem, nur 10 Autominuten von der Stadtgrenze Washingtons entfernt. Pistolen für die Nachttischschublade, halbautomatische Waffen, Maschinengewehre mit hunderten Schuss pro Minute. Earl Break zeigt uns seine Auslage. Warum kaufen Menschen solche Waffen? Wants that type of firearm? Oh, self-defense. Selbstverteidigung. Practice. Zur Übung. Training. Sowas. Yeah. What would a person Was muss man vorweisen, um so eine Waffe zu kaufen? If they wanna purchase this? If there are a Man muss seinen Führerschein vorzeigen und ein Formular ausfüllen. Dann mache ich einen Hintergrundcheck. Wenn der positiv ist, kann man die Waffe noch am gleichen Tag mit nach Hause nehmen. In Washington sind die Waffengesetze etwas strenger. Eine halbautomatische Waffe wie diese wäre nicht erlaubt. Als Earl mir die erste Pistole in die Hand gibt, wird mir klar, wie viel schiefgehen kann. Ich habe keine Ahnung, worauf ich achten muss. Nie mit der Waffe auf jemanden zielen und Finger weg vom Abzug. Okay, aber die Waffe ist nicht geladen, oder? Richtig, aber auch wenn sie nicht geladen ist, musst du sie so behandeln, als wäre sie geladen. Ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Die nächste, die Earl mir gibt, ist wirklich überall erlaubt, auch in Washington. Achte auf den vorderen Teil. Dafür braucht man schon Muskeln in den Armen. Man braucht natürlich nicht besonders viele Muskeln, trotzdem zittern meine Arme. Michael interessiert sich für einen 9mm. Er hat gerade seinen Waffenschein gemacht. Wofür brauchst du die? In erster Linie zum Schutz. Ich wollte mal schauen, was sie hier so haben, damit ich mich zu Hause ordentlich schützen kann. Warum brauchst du zu Hause eine Waffe? Es kann ziemlich verrückt zugehen in manchen Gegenden. Den meisten Leuten vertraue ich nicht, also aus Sicherheitsgründen. Waffen zu kaufen und zu besitzen ist ein Teil amerikanischer Realität und Kultur. 350 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz gibt es, mehr als EinwohnerInnen. Und das ist nur der legale Teil. Unendlich viele Waffen werden illegal weiterverkauft. So ganz wohl hast du dich nicht gefühlt mit der Waffe in der Hand? Nee, ich fand's schrecklich. Also ja. Es war ein ganz komisches Gefühl. Und gleichzeitig, finde ich, hat es es aber auch so normal gemacht, dass man die dort einfach so erwerben konnte und in die Hand nehmen konnte. Er hat mit einer Ruhe und mit einer Selbstverständlichkeit über dieses Thema gesprochen, wo dann vielleicht auch deutlich wird, dass für ganz, ganz viele Amerikaner das Thema Waffen auch nicht diese Emotionalität hat, die wir oftmals damit verbinden.
Also das ist mir bei Earl jetzt auch immer aufgefallen. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, wir kommen aus vollkommen unterschiedlichen Welten. Für mich gibt es keinen Grund, warum man eine halbautomatische Waffe oder ein Maschinengewehr zum Beispiel braucht. Die Gewalt ist längst nicht mehr nur ein Problem der armen Viertel am Stadtrand Washingtons. Sie schwappt auch in die hippen Szeneviertel im Zentrum über, wo sie für privilegiertere Menschen wie mich erst sichtbar geworden ist. Curtis Mosey erlebt diese Gewalt seit fast 30 Jahren. How are you doing? Sein Haus ist eine Art Museum, in dem er dokumentiert, wie viele seiner Freunde pro Jahr erschossen wurden. Hier hängt ein Bild für jeden Freund, den ich verloren habe. Mit Namen und dem Jahr, als er starb. Von 1980 bis 2021. Dieses Jahr waren es 8 Menschen. Das ist ihre Gedenkstätte. Früher war das hier ein Safe House, ein Ort, wo Jugendliche aus der Gegend hinkamen, um Spaß zu haben, wo sie sicher waren. Bei Curtis herrschte Waffenstillstand. Heute sind die Kinder der Männer an der Wand so alt wie ihre Väter, als sie erschossen wurden. Es wird immer schlimmer. Ihre Eltern hatten bessere Chancen als sie. Es gibt immer mehr Waffen und die Bereitschaft, sie einzusetzen. Jahrzehntelang filmte er die Jungs, die zu ihm kamen. Erst aus Spaß, aber irgendwann wurde es bitterer Ernst. Wenn sie erschossen wurden, machte Curtis daraus Filme, zur Erinnerung für ihre Familien. Er dokumentierte sogar ihren Tod. Es sind Aufnahmen, die ich kaum ertragen kann. Eine Familie im Krankenhaus, ein Bruder schwer verletzt. Ich musste fast weinen, als ich mir die Bilder angeschaut habe. Wie geht es dir dabei? Es war schwer, aber ich musste es machen, für die Familien. Ja, man möchte weinen, aber genau das brauchen wir, weil niemand weint. Ach, das kennen wir doch. Daran bin ich gewöhnt. Ist doch nur ein schwarzer Mann. Nein, 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 das ist ein Mensch, der von jemandem geliebt wurde. Das macht es realer. Es könnte mein Bruder sein, das ist nicht nur eine Nummer. Ganz genau, deswegen mache ich das hier. Aber irgendwann hielt auch Curtis das viele Leid nicht mehr aus. Die Diagnose seines Psychiaters, posttraumatisches Stresssyndrom. Eine Diagnose, wie sie in der Szene wohl viele hören würden, aber Hilfe suchen die wenigsten. Viele sind von der Gewalt auf den Straßen oder in der eigenen Familie traumatisiert. Sie betäuben sich mit Alkohol oder Drogen oder werden selbst gewalttätig. Wieso müssen Menschen wie Curtis bis zur Selbstaufopferung kämpfen? Wie unterstützt die Stadt dabei? Diese Fragen beschäftigen uns schon seit einer Weile, aber unsere Interviewanfragen werden abgelehnt. Wir erfahren spontan von einer Pressekonferenz. Bürgermeisterin Muriel Bowser steht unter Druck. Ihre Umfragewerte sind im Sinkflug. Thank you. I have a question to the mayor. Ich habe eine Frage an die Bürgermeisterin. Die Menschen haben Angst vor der steigenden Kriminalität in Washington. Ihre Zustimmungswerte fallen. Tut die Stadt genug? Wie ich gerade gesagt habe, die Zahl der Morde und Autodiebstähle ist gestiegen. Und die Menschen wollen, dass ihre Bürgermeisterin etwas dagegen tut. Wir suchen nach neuen Partnerschaften und sehen uns jedes städtische Programm genau an, um sicherzugehen, dass es funktioniert. Was nicht funktioniert, lösen wir auf. Lippenbekenntnisse, keine konkreten Lösungsansätze. Wir versuchen es noch einmal. Wie will die Politik gezielt Gewalt verhindern? Aber wir bekommen keine genaueren Antworten. Die Stadt wirkt hilflos im Umgang mit der Waffengewalt. Oh,
Wir besuchen noch einmal Rapper-Banger Two Times. Er will es rausschaffen aus der Perspektivlosigkeit, der Armut, muss sich aber selbst einen Weg suchen. Kriminalität verspricht schnelles Geld, aber Banger will widerstehen. Jeder müsse eine Entscheidung treffen, darüber singt er. Was sind das für Entscheidungen? Es geht darum, welche Entscheidung du triffst. Stell dir vor, ein Kumpel kommt zu mir, beklaut mich. Das finde ich nicht gut. Du musst Entscheidungen treffen. Auch er trifft jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung, sagt er. Er schreibt täglich Songs. Diesen hat er erst am Morgen geschrieben. Lucky Green, my new kid, phone blowing up, crazy now, saying who this? I got a plug way out of hole up, nigga. But does it keep you? Hält es dich auch von Ärger fern? Always. Auf jeden Fall. Always keep me out of trouble. Und weißt du wieso? Ich bin immer im Haus. Du wirst mich nie draußen sehen. Real. Nur wenn ich auf dem Weg zum Studio bin. Wer im Haus bleibt, ist sicher. Wer eine Beschäftigung hat, ist sicher. Das erinnert mich an Curtis Safehouse. Banger Two Times will, dass die Welt seine Songs vom Leben im Ghetto hört. Mit dem Rappen berühmt werden, das kommt mir vor wie ein Sechser im Lotto. Aber es zeigt, wie wenige Chancen viele hier haben. Wir treffen Netra ein letztes Mal. Sie ist auf dem Friedhof. Es ist jedes Mal ein schwerer Gang für sie. Hier liegt ihr Enkel Dimitri begraben. Für einen Grabstein hat das Geld bisher nicht gereicht. Das einzig Gute daran ist, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Dimitri ist erlöst. Aber diese Stadt ist die Hölle. Washington ist die Hölle. Es klingt für mich fast, als hätte sie mit ihrem eigenen Leben schon abgeschlossen. Doch dann frage ich sie nach Dimitris Kindern, ihren Urenkeln. Glaubst du, dass die Kinder es mal besser haben werden? Oder hast du Sorge, dass die Spirale der Gewalt nie aufhört? Ich muss bei ihnen bleiben und sie beschützen. Sie müssen lernen. Waffen? Wir haben keine Waffen zu Hause. Eine Waffe hat mir mein Enkel genommen. Wir spielen nicht mit Waffen. Am Anfang habe ich mir die Frage gestellt, wieso die Waffengewalt so zum amerikanischen Alltag gehört. Die Antwort, das weiß ich jetzt, ist kompliziert. Erdrückende Armut, Rassismus und eine Gewaltspirale, die sich seit Generationen immer weiter dreht. Das macht es Menschen wie Dimitri und Banger so schwer zu entkommen. Der Kampf gegen die tödliche Waffengewalt, es scheint ein Kampf zu sein, der kaum zu gewinnen ist.